Frisches, so gemütliches, frisches, wie den goldenen Wernerschaß. Seien Sie gegrüßt zu, ein echter Rüde geht nicht unter. Wir porträtieren gewöhnliche Leute und stellen Ihnen jede Woche gewöhnliche Menschen und deren Alltag vor. Mein heutiger Gast stellt sich am besten selbst vor. Ich bin der Hunde. Ich wohne im Gemeindebau und ernähre mich nur von Bier und Drogen. Ich benutze komische Wörter wie Urleiwand und Herst, so wie sich das für einen richtigen Wiener Proleten gehört. Was machst du so in deiner Freizeit, lieber Hunde? Ich habe auch Hobbys, wie zum Beispiel vom Balkon aus andere Leute anpöbeln. Herst. Ihr Frost, da könnt's euch schleunigst von meinem Rasen schleichen, sonst schütze ich euch meinen Nachttopf ins Gesicht, ihr Hundi Anne. Leute, die etwas gegen meinen Lebensstil haben, werden von mir zu lecker Käsekreine verwurstet und mit billigem Senf aus 50 Liter Kübeln kredenzt. Lecker, lecker, lecker. Was genau hast du hier auf dem Tisch für uns vorbereitet? Hier seht ihr meine tägliche Dosis an Genussmitteln. Das Messer brauche ich zum Bier öffnen. Und die Pistole, falls mal das AMS zu spät mein Geld überweist und ich mir von der Bank selber was holen muss. Bist du erwerbstätig? Früher habe ich in der Tierverwertung gearbeitet. Den ganzen Tag haben wir überfahrene Eichhörnchen faschiert und an McDonald's verkauft. Dann hat uns das Hygieneamt den Arbeitsplatz geklaut und seitdem bin ich zu Hause auf selbstständiger Weiterbildung. Oh, ich bemerke gerade, ich habe noch etwas Weizenmehl auf dem Tisch vergessen. Glattes Weizenmehl. Typ 480. Hab ich von meinem guten Freund Andy Goldbagger. Ich werde mich kurz darum kümmern. Entschuldigen Sie, Hunde, aber ich habe den Eindruck, Sie konsumieren kein Mehl, sondern Kokain. Wir sind eine seriöse Sendung. Das können Sie doch nicht vor Live-Publikum machen. Ich denke, am besten ist, ich konfisziere den Rest. Nein, das können Sie nicht machen. Das hat mir der Doktor verschrieben. Ich höre morgen damit auf. Aber lassen Sie mir mein Weizenmehl. Gib her, du gierige Bissgurke. Du faltige Funsen, das gehört mir. Nach Absprache mit dem Sender muss ich nun ein Antidrogen-Statement abgeben, um einer gerichtlichen Ahndung zu entgehen. Liebe Kinder, bleibt schön sauber und trinkt's brav euer Coca-Cola und raucht's heimlich eure Chick. Aber lasst's die Finger von allem Illegalem, das Zeug frisst euch arm. Oder kocht's das Zeug selber, in dem Fall könnt's ihr mich gern kontaktieren, ich bin immer interessiert. So, bekomme ich jetzt mein Mehl wieder? Hier hast du. Das Kamerateam hat sich die Hälfte davon vorsorglich behalten, für private Zwecke. So, liebe Zuseher, wir bedanken uns für euer reges Interesse, wenn wir Assis im Fernsehen bloßstellen, und hoffen, dass wir uns bald bei euch daheim im Wohnzimmer sehen. Bis dann. Ich ruf meine Freundin an und sie sagt, was geht? Ich sag, heute ist Samstag und sie sagt, konkret. Sie fragt, wohin willst du? Und ich sag, zur Party. Zur Party? Zur Party! Zur Party? Zur Party! Wir sind jung und wir hören morgen. Wir wollen nicht zu Hause rocken. Wir machen uns auf die Socken, um die Party zu rocken. Sie fragt, wohin wollt ihr? Und wir sagen, zur Party. Zur Party? Zur Party! Zur Party?